Achtung, ich komme. Das war's. Jetzt am Berg. Ja, hier in der Toskana sind schon einige Berge. Und so steil, wie das hier hochgeht, da muss man seinen Roller eben auch mal schieben. Solange das hier so leichte Steigungen sind, kriegt man das gut hin. So, mein Guter, hast du solche Berge geschafft hier? Da schaffen wir auch noch mehr. Wir fahren quasi außen herum um San Gimignano. Die Stadt befindet sich jetzt hier so linker Hand von uns. Und wir wollen mal einige Viewpoints suchen, von denen aus man die Toskana ganz gut beobachten kann oder fotografieren kann. Na, wenn das nicht Laune macht hier mit dem Scooter durch die Toskana. Oh, das müssen wir alles wieder hoch. Ja, hier hast einen schönen Blick. Santa Lucia. Mal ein bisschen nach links drehen, aber das ist so gegen die Sonne. Vielleicht nicht ganz so hübsch. Andere laufen, wir fahren mit dem Scooter. Und wir sind Petrus sehr dankbar, dass die Sonne heute scheint. Ein bisschen mit Sonnencreme eingeschmiert und schon kann man hier stundenlang durch die Gegend juchteln. Und die Autofahrer haben sogar in der Kurve Rücksicht genommen. Ah ja, ein Tscheche, der mit seinem Wohnwagen hier rumfährt. Es sind etliche Wanderfreunde unterwegs, die sich die Toskana erwandern mit Wanderstock und Rucksack. Willst du mal reinfahren zum Campingplatz? Okay. Oh, so ein großes Sportfest auf dem Platz. Oder Fußball. Fußballtraining. Immer wieder solche Bumps, die das Langsamfahren erzwingen sollen. Etwas vorsichtiger fahren bei so einer Piste. Und es geht die ganze Zeit hier bergab. 400 Meter bis zum Viewpoint. Was? Der Viewpoint befindet sich auf der rechten Seite. Ach, was hat denn Google hier für Angaben? Eigentlich liegen Viewpoints immer ein bisschen höher, aber hier geht es immer tiefer, tiefer, tiefer. Nee, ich glaube, hier machen wir nicht weiter. Das ist Viewpoint genug hier. Und ab und zu verwandeln wir uns dann auch in die Wanderer. Ja, hier haben wir die Stadt da drüben. San Gimignano. Hier ist der Campingplatz. Forze San Gimignano. Oh, hier geht es wieder bergab. Ganz schön sogar. Nee. Fahren wir wieder vor auf die Straße. Da fährt unser kleiner Hopser auch viel besser. So, neue Suche, neues Glück. Hier geht die Sonne. Jetzt, oder hier lang, gucken wir jetzt hier. Machen wir hier lang. Ja. 5,8 Kilometer. Nehmen wir den? Ja. Eigentlich ist das schon ein schöner Blick. So, jetzt Speed hier, bergauf, volle Kanne, San Gimignano, den schaffen wir nicht hier. Okay, 10 km/h und das war's.
kurzer Blick aufs Display sagt mir, wir fahren 35 km/h. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie wir den Berge wieder hochkommen. Zumal der so lang gezogen ist. Ach du Schreck, das geht ja die ganze Zeit bergab. Das geht die ganze Zeit bergab, bergab. Und ich schätze mal, dass es auf dem nächsten Viewpoint bergauf geht. Und wir werden da wohl nicht hinfahren. Es ist nicht ganz rollertauglich. Die Entscheidung ist gefallen. Wir probieren es. Weiter bergab. Nee, wir fahren vorsichtig. Der Akku tut mir jetzt schon leid, wenn ich hier den Berg wieder hoch muss. Oder ich tue mir leid. Ich meine, wir hätten auch einfach mit dem Auto fahren können. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Oh, hier ist ganz schön was los. Und wir mit unseren mit unseren Scootern hier. Es geht noch weiter bergab. Ey, wenn der dort oben auf so einem Berg liegt, und das schätze ich mal bald, wir müssen 900 Metern links abbiegen. Also wir wollten den Laufmodus aktivieren, das habe ich auch gemacht. Wenn ich jetzt den Berg hochlaufe, jetzt schiebe ich mal ohne, jetzt drücke ich hier drauf. Ja, das macht's, Ina. Hier. Aber irgendwann hört es dann auf. Muss ich wieder neu anschieben. Es macht, zieht's nicht durchgängig. Das zieht's nicht durchgängig durch. Also das hört dann irgendwie auf. Und dann musst du wieder neu anschieben. Nee, das wird nicht. Also wir kriegen es nicht hin, dieses Teil im Laufmodus hier nach oben zu schieben. Tut mir leid. Nein, Bot. Wäre eine coole Funktion gewesen. Wahrscheinlich ist er gedacht, wenn man auf gerader Strecke läuft. Also nachdem wir hier gescheitert sind mit unserem Laufmodus, versuchen wir jetzt mal wieder zurückzufahren. Wir haben den Sportmodus drin und fahren den Berg hoch. Ja, solange es nicht viel steiler wird als das, langgezogene Berge, macht er schon noch mit. Noch sind wir ganz unterwegs. Geschwindigkeit 22 km/h bei mir. Ich stehe ein bisschen weiter vorn, weil der ja vorn greift, sodass ich das Gewicht auf das Vorderrad verlagere. Ach ja, das geht noch. 18 km/h, 20. Ich hatte mehr Befürchtung. Nach unserem ganzen Rumfahren waren wir bei 81%. Jedenfalls sind wir ein ganzes Stück schneller als die Fahrradfahrer. Und die kommen auch mehr ins Schwitzen. Supi Fahrt hier bei Sonnenschein durch die Toskana. Wenn die vielen Autos nicht wären auf der Straße. Ganz entspannt. Irgendwo rechts liegt San Gimignano hinter dem Berg. Und solange das bloß so ein langsamer Anstieg ist, geht das auch. Ich bin bei 20 km/h. Neinbot könnte doch eigentlich, wenn ich jetzt an unsere letzte Aktion mit dem Berg denke, noch vor dem Eco-Modus so einen Laufmodus einfach hier im Scooter integrieren. Da schaltest du runter und der fährt hier 5 km/h. Ja, wir waren ein bisschen skeptisch, was die Bergabfahrt betrifft, aber
ich sag's nochmal, wenn das ein langgezogener Berg ist, da kriegt man das gut hin. Jetzt sind wir ja schon wieder fast oben. Ja. Ach super. War überhaupt nicht das Problem. Das Problem lag im Laufmodus. Jetzt sind wir an einem Viewpoint mitten in der Stadt. Hier, wir sind nicht in Thailand. Oh, jetzt haben wir. Ich hatte meinen gar nicht an. Ich bin jetzt los gerollt. Ja. Oh, muss nicht zu wundern, dass wir nicht vorwärts kommen. Jetzt holen wir erstmal was zu trinken, denke ich mal. Sehr ähnlich zu unseren Supermärkten. Auch relativ groß hier das Ganze. Oh, wir überholen die Fahrradfahrer. Da haben sie es ein bisschen schwerer. Hi. Hello. Stimmt, ich habe die große Klappe gehabt, aber wenn die jetzt hier am Berg runterfahren, da werden sie wohl wieder schneller sein. Aber das Spielchen kenne ich ja schon mit anderen Fahrradfahrern. Ja, ich habe jetzt auf Echo geschalten. Ein bisschen angeschoben. Und da hat er mal ein bisschen mitgemacht. Wir kriegen ein bisschen die Motten, weil wir nur noch einen Strich haben hier bei unserem Scooter. Sind wir am Castello angelangt. Und auch von hier hat man eine wunderschöne Aussicht. Raffinierte Pflanze, sagt meine Frau. Stimmt. Die kurze Strecke jetzt hier rauf hat uns ziemlich viele Prozente gekostet. Ich bin noch bei 27% Akkuleistung. Das Wandern hat bestimmt auch was, aber auf dem Roller zu stehen, das hat auch was. 31 km/h, bloß mal kurz Schub gegeben und es geht weiter. Strickli bergab. Ich habe ihn rollen gelassen, da kommt er bis auf 30 km/h. Und wenn ich noch ein bisschen Gas gebe, jetzt bin ich bei 33. Der Akku geht zur Neige bei ihr und da zieht er nicht mehr so. Meiner hat noch vollen Saft, also was heißt vollen Saft? Zwei Balken blinkert, der zweite blinkert. Also man merkt schon, dass sie ein bisschen unterschiedlich gebaut sind. Und je nachdem, welches sie erwischt, kann das so oder so sein. Meins fährt, wie gesagt, ein bisschen schneller. Und der Akku geht auch nicht so schnell runter. Und Echo? Ach, hast du ja drinne? Oh. Bei mir zieht es noch voll durch, ja. So, meiner fährt noch 20 km/h oder beziehungsweise jetzt 17. Aha, jetzt lässt er auch nach. Aber es kann natürlich auch sein, dass es hier am Berg hängt. Ups,
jetzt mache ich auch die Erfahrung. Also, es könnte ein klein bisschen mehr Kilometer Reichweite sein. Aber wie häufig braucht man das schon? Die letzten Energiereserven werden aus dem Akku rausgeholt. Bergauf hat es eben so seine Problemchen. Ja, gucken wir mal, wie viel Prozent er noch hat. Bei mir 21. Und bei meiner Frau sind es noch 16.